Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig, die Aufgaben, die sich aus der Aufnahme von mehreren hunderttausend Flüchtlingen allein für unser Land, aber auch für Deutschland und Europa ergeben, sind gewaltig. Sie bewegen die Menschen, wie wir in diesen Tagen spüren, wie kaum ein anderes Thema, selbst dort, wo es kaum Flüchtlinge gibt oder gerade dort. Wir erleben bei uns in Nordrhein-Westfalen unzählige Freiwillige, die in Kleiderkammern aushelfen, kostenlos Deutschkurse geben, Patenschaften übernehmen, bei Behördengängen helfen. Wir erleben engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft. Wir erleben Kirchen, Wirtschaft und Handwerk, die helfen wollen. Wir erleben Flüchtlingshilfe, Vereine, Ehrenamtler. Und wir erleben Kommunen, die in diesen Tagen Großes leisten. Wenn man vor Ort ist, sagt fast jeder Bürgermeister, wir schaffen das hier bei uns. Das ist ein tausendfaches, wir schaffen das auf der kommunalen Ebene, was wir in diesen Tagen erleben. Und denen allen gebührt Dank, und wir müssen als Land das tun, was wir tun können, um sie bei dieser Arbeit zu unterstützen. Nun hat der Kollege Römer vieles gesagt, was wir teilen. Und er hat vor allem beschrieben, dass es zur Geschichte unseres Landes gehört, so zu agieren, wie wir agieren. Wir haben in diesen Tagen 70 Jahre Nordrhein-Westfalen gefeiert. Und deshalb gehört zur Integrationspolitik auch, deutlich zu machen, es geht nicht nur um Flüchtlinge. Es geht jetzt nicht nur um die, die jetzt letztes Jahr neu gekommen sind, sondern die Aufgabe Integration, Aufstieg durch Bildung für jeden ermöglichen, gilt eigentlich seit 50 Jahren. Seit die ersten Zuwanderer kamen. Und deshalb ist dieses Land bei den Landesjubiläen, besonders bei den Fernsehberichten, geht das oft unter. 70 Jahre Nordrhein-Westfalen ist geprägt durch das Wirtschaftswunder, das ohne die vielen Millionen Gastarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Hier wohnt auf dem Kölner Bahnhof Köln-Deutz der einmillionste Gastarbeiter, Rodriguez, damals mit einem Moped empfangen. Das war eine besondere Form von Willkommenskultur, dass da Männer in Hüten standen und freuten sich, dass der einmillionste kam. In diesem Land ist Kemal Sahin beispielsweise groß geworden, ein Unternehmer, der zehntausenden Menschen Arbeit gegeben hat. In diesem Land haben wir, wenn wir das Fernsehen einschalten am Abend, die Aktuelle Stunde, sehen wir Asli Sevendim, die Tochter von Gastarbeitern, die heute über Landespolitik berichtet. Die Mutter hat noch Fernsehgeräte am Band in Krefeld hergestellt. Der Vater war am Ende Zugführer bei ThyssenKrupp. Und das zeigt die Aufstiegsgeschichte, die in diesem Land für den, der mitmacht, der sich anstrengt, möglich ist. Und die Fußballer brauchen wir gar nicht alle zu erwähnen, die heute zum Stolz der deutschen Nationalmannschaft beitragen. Sie sind geboren, Mesut Özil in Gelsenkirchen, in Dortmund, in den Städten unseres Landes. Und deshalb ist diese Frage Integration in Nordrhein-Westfalen eine, die seit vielen, vielen Jahren gelebt wird. Sie hatte strahlende Tage, wenn ich an das Sommermärchen 2006 denke. Sie hatte auch schreckliche Tage. Sie hatte auch die Tage, wo ein Brandanschlag auf das Haus der Familie Gentsch verübt wurde, mit 5 Toten von rechtsradikalen Jugendlichen, damals 1993. Sie hatte auch den Mord auf den Kioskbesitzer Kubaschik in Dortmund, 2006 noch, 10 Jahre her. Der NSU hat auch bei uns seine Taten vollbracht und dennoch ist das prägend für die Geschichte des Landes, dass man da zusammengestanden hat. Und deshalb ist es eine gute Entscheidung der Jury des Staatspreises in den nächsten Tagen, Christel und Rupert Neudeck, mit dem Staatspreis des Landes auszuzeichnen. Eine Persönlichkeit, wer bei dem Gottesdienst an seiner Trauerfeier in St. Aposteln in Köln war, hat erlebt, die ganze Kirche voller Vietnamesen. Menschen, die gesagt haben, ohne diesen Menschen aus Troisdorf, ohne diesen Nordrhein-Westfalen, würden wir gar nicht hier sein, würden wir gar nicht leben. Er hat uns aus dem südchinesischen Meer gerettet in den 70er Jahren und deshalb ist das eine sehr gute Entscheidung, ihn auszuzeichnen.
Was hat nun dieser Landtag, was prägt die Tradition dieses Landtags? Herr Kollege Römer hat das erwähnt, 2001 haben hier die Fraktionen zusammengesessen, übrigens 4 Jahre vor einer Landtagswahl. Die Landtagswahl war gerade vorbei 2001 und in diesem Landtag saß so gut wie kein Zuwanderer. Bis 2010 hatten wir in den Fraktionen kaum Zuwanderer. Das ist heute anders, das zeigt, was sich verändert hat. Aber damals, 2001, hat man sich verständigt, wir brauchen ein umfassendes Konzept, das alle Gruppen von Zuwanderern in den Blick nimmt. Zuwanderung birgt Chancen und Herausforderungen für Zuwanderer und für die Gesellschaft. Zuwanderung bedeutet Vielfalt, nicht Assimilation. Integration ist Querschnittsaufgabe und der Schlüssel ist der Erwerb der deutschen Sprache. Das hat man damals mit allen Fraktionen so verabredet. Und heute stehen wir in einer Lage, heute auf den Tag, 14. September, in 8 Monaten ist Landtagswahl. Und wir haben plötzlich eine andere gesellschaftliche Situation als 2001. Wir haben Parteien, die genau das Gegenteil von dem machen, was hier einmal als Konsens verabredet wurde. Und deshalb ist es wichtig, heute diese sorgsame Unterscheidung vorzunehmen. Nämlich, dass wir in den Fragen, dass unser Land die Toleranz von Religionen und Kulturen will, über Parteigrenzen hinweg, egal ob in 8 Monaten, in 7 Monaten oder in 2 Tagen Landtagswahl ist, zusammenstehen und den anderen nicht dulden, dass sie die Gesellschaft spalten. Das ist unsere Überzeugung. Und um das zu erreichen, haben viele Kollegen von uns in den Sommermonaten und vor den Sommermonaten und viele Referentinnen und Referenten versucht, kriegen wir noch mal so einen Text hin wie 2001. Ich nenne mal einige aus allen Fraktionen, die besonders bemüht waren, hier den Konsens hinzukriegen. Die Serap Güler, der Joachim Stamp, die Britta Altenkamp, die Jutta Felte und die Simone Brandt und der Vorsitzende des Integrationsausschusses, Arif Ünal, natürlich auch. Aber es ist nicht gelungen. Wir haben nicht einen Text, weil der Anspruch vielleicht zu groß war, auf 30 Seiten mit 170 Spiegelstrichen abzubilden, wie denn Integrationspolitik verlaufen soll. Wenn sie Querschnittsaufgabe ist, muss da was drinstehen zur Bildung, muss da was drinstehen zum Wohnungsbau, muss da was drinstehen zur Wirtschaftspolitik, muss da was drinstehen zu vielen, vielen Themen, die uns beschäftigen. Und da gibt es natürlich Unterschiede in diesem Haus. Ja, Sie glauben, Sie machen die beste Integrationspolitik. Wir glauben, wir würden sie noch besser machen. Und wir würden noch mehr für Bildung tun. Und wir würden bei manchem schneller sein in dem, was Sie tun. Das ist aber der normale Wettstreit. Das ist der normale Wettstreit. Und deshalb werden wir Ihren Integrationsplan, so wie er heute vorliegt, ablehnen, weil wir bei Bildung, weil wir bei den Aufgaben, die jetzt nötig sind, weitergehende, bessere Konzepte haben. Aber wir werden der Resolution, die die SPD und Grüne Fraktion heute vorlegt, die im Wesentlichen das Ergebnis des Konsenses der Gespräche unserer Kollegen sind, dieser Resolution werden wir zustimmen und wir senden damit das Signal auch in die nächsten 8 Monate. Wir werden streiten und Ihnen vorwerfen, dass Sie sichere Herkunftsländer nicht anerkennen. Wir werden sagen, in der Schule läuft das nicht optimal, Frau Löhrmann. Wir werden dieses und jenes sagen. Aber wenn irgendeiner draußen, irgendeiner, der jetzt nicht im Parlament steht, versuchen sollte, dieses Thema zu nutzen, um gegen Minderheiten, um gegen unsere Mitbürger, die seit Jahren hier leben, Stimmung zu machen, dann werden wir zusammen gegen diese Gruppen stehen. Und dieses Kunststück, was nicht einfach ist im parlamentarischen Streit, das sollten wir uns vornehmen, dann leisten wir einen Dienst an Nordrhein-Westfalen.